Ein wunderschönes Hallöchen, ich bin zwar wie euer Master 85 LP. Wir machen heute weiter auf der Halle Peisen. Aber jetzt gucken wir mal schnell, wo uns der die Maschine schon mal stehen bleibt. Ich kann es euch jetzt nicht sagen, wo der Fehler ist. Ah, ich habe den Fehler gefunden. Den werden wir jetzt auch gleich beheben und daher. So, damit haben wir gerade den Fehler behoben und wir lassen jetzt die Maschine weiterlaufen. Setzen den nochmal neu an und dann schicken wir den nochmal los. So, dass wir wirklich hier zeitnah die Fläche bedrillt kriegen und die anderen Flächen abgeerntet bekommen, so dass wir heute noch bis was erreichen auf der Karte, denn wir müssen unseren Hof noch aufrüsten und deswegen sputen wir uns mal ein klein wenig und fahren jetzt den Kasimir noch rüber, so dass der die Bahn durchzieht und seine Arbeit macht, in der Hoffnung, dass der hier gut lang hinkommt und keine Fehler mehr baut. Ich hab's, glaube, bei der Aufnahmesession jetzt gerade doof angesetzt, weil ich wusste jetzt gar nicht mal, wo ich war. Ich habe jetzt schon 4 Folgen draußen. Karte, wo ich schon gespielt hatte, war es ein mächtiger Erfolg. Deswegen spielen wir hier weiter. Aber jetzt machen wir dich an. Jetzt haben wir dich für einen Jange. Denn wir wollten auch die Ecke wegbeißen beim letzten Mal, aber hatten wir nicht mehr geschafft. Deswegen machen wir es heute. Dafür mähen wir jetzt die Fläche runter und daher sputen wir das mal ein bisschen. So dass wir die Fläche runtergebissen bekommen mit den Raps. So dass wir die Sämaschine draufsetzen können. Dass wir endlich mal alle Flächenjange haben und Ackerbar haben. Deswegen müssen wir uns heute mal wieder ein bisschen sputen. Ich produziere wieder mal ein bisschen vor, so dass ich die Woche jetzt durchkomme. Heute ist ja Sonntag, morgen um 9 Uhr. Jo, da bin ich auch schon am Knuffen, deswegen lasst euch überraschen, was wir heute noch alles so erreichen. Wie gesagt, die ersten 5 Minuten ist auch schon was wieder weg. Bloß allein wegen in Yang gekommen. Ja, hier war mal Wiese, wie es schon einige aufgefallen werden wird oder ist aufgefallen. Die Wiese habe ich jetzt mich erlaubt, zwischenzeitlich mal umzubrechen, so dass wir hier noch einen zusätzlichen Acker haben. Denn so viele Kühe haben wir ja nicht und die Wiese ist auch ausreichend für einen neuen Acker gewesen. Deswegen habe ich es umgebrochen. Mal schauen, was wir denn hier drauf bauen. Da steht halt noch eine Sterne. Lasst euch überraschen. Aber jetzt beißen wir mal schnell die Fläche runter. So, dass wir jetzt zeitnah das nächste Zeug drauf bekommen. Aber der andere Mähdrescher ist hiermit auch schon voll. Da werden wir gleich mal hindüsen müssen. Mit den Anhängern, so dass wir das nächste Geld verdienen. Dass wir uns die neue Maschine holen können. Lasst euch überraschen, was da kommt. Ihr habt jetzt schon eine Richtung, die wir jetzt angefangen haben. Da wird sich auch nicht viel mehr verändern auf der Richtung, von der Richtung. Aber jetzt lasst euch überraschen. Alles düsen wir mal schnell rüber zum anderen Röscher, dass wir da weiterkommen. Der hat halt einen langen Weg hier. Aber wir setzen uns jetzt rein, so dass wir mehr sehen. Fahren und die Geräusche nicht so laut sind. Den können wir ja auch wieder hochdüsen. Denn der Drescher hier oben ist auch so weit fertig, dass er bald voll ist. Schon die Meldung, dass er fast wieder voll ist. Aber da diesmal schnell rüber. Tanken den zweiten Drescher ab.
denn die haben auch nicht so viel im Tank drinne. Das passt ja auch ganz gut. Ja, wir haben zwar einen kleinen Tank, aber hier der Raps ist auch mächtig ergiebig. Ich glaube, wir haben schon die erste Fuhre zum Hof gefahren. Daher werden es hier noch einige Fuhren werden. So, da sind wir ja auch schon. Laden jetzt noch den Bunker ab und dann geht's weiter. Mit der Ernte. So, dass wir wenigstens die Fuhrfläche noch runtergebissen bekommen. Aber ich sehe, wir müssten den ja mal im Auge behalten, so dass der hier schön ordentlich weitermacht. Also wir nehmen jetzt schon das Dreieck hier vorne weg. Sonst steht das noch ewig und drei Tage weg. Da, jetzt ist es weg. Da setzen wir den neu an, dass er die Ecke wegschnippelt. Der macht jetzt auch schon wieder lang hin, aber wir können jetzt schnell zum anderen Drescher fahren. So, dass wir wenigstens auch den Bunker wegbekommen heute. Denn wir haben ja heute noch richtig was zu tun hier auf der Karte. Wir haben zwei Kasimirs, wir haben zwei Dröscher. Also müssen wir uns gleich um den hier nochmal kümmern, dass er die lange Bahn weg anschneidet. Also müssen wir uns gleich wieder um den hier kümmern. So, dass wir den am Laufen behalten. Aber wir düsen mal schnell zum anderen. Sonst werden wir hier ja nicht mehr Herre. Lassen wir die dann demnächst die Fläche halbieren. Denn wir müssen ja auch noch ein paar neue Maschinen holen. Aber wir kümmern uns mal schnell um den hier. Dass er hier einen vernünftigen Ansatz für hat. Daher setzen wir ihn neu wieder an und lassen ihn durchlaufen und hoffen, dass er durchfährt. Aber der Helfer wollte jetzt gerade nicht so, wie ich es wollte, aber somit haben wir es auch schon erledigt. Wir sind drinne im Bestand, aber wir müssen auch zum anderen Drescher fahren und uns die Fuhre vollschmeißen, so dass wir denn mit einem kompletten vollen Zug hier zum Hof düsen. Daher müssen wir uns mal zeitnah sputen hier, weil hier passen auf den Zug gut und ganz 45 Kubikmeter. Die fahren wir zeitnah aus, weil wir das Geld brauchen für neue Maschinen. Und den ganzen Spaß haben wir heute noch was zu tun. Dann befüllen wir mal den hier voll, dass der seine 50% erreicht hat. Der enger voll ist, nicht 50-100. So, dann kann man nämlich den zweiten gleich befüllen. Und dann gehen wir nämlich gleich auf den nächsten Drescher zurück und schneiden hier sauber das Vorgewände, so dass wir hier zügig lang hinkommen und nicht so lange Wartezeiten haben. Werden wir hier demnächst die Fläche teilen. Die Fläche teilen, so dass wir den Raps hier komplett runter die Bissen kriegen. Aber jetzt müssen wir mal schnell gucken, da ist er, den ich suche. Dann schneiden wir mit denen auch schönes Vorgewände noch mal ordentlich ab, aber so wie es aussieht, ist er tankvoll, als wie wir das Vorgewände fertig bekommen. Aber da macht er schön seine Bahn lang hin und das ist auch nicht übel.
dass er hier fleißig seine Bahn zieht. Mit seinem bisschen Geschwindigkeit, die er hat. Mit seinen 6, 7 km/h. Aber dabei ist halt ordentlich was weg hier. Daher nehmen wir jetzt mal kurz raus. Nein, schneiden jetzt noch die Ecke ordentlich aus hier. Das ist wieder vernünftig, was noch was aussieht. Denn wir leben ja nicht wie bei Hempels. Dann machen wir jetzt gleich per Hand hier die Bahn fertig. Dass wir hier schön ein gutes Feuerwende hingelegt kriegen. Also da springen wir jetzt mal nach innen. Da sehen wir nicht besser auf das Schneidwerk. Es ist halt nicht das breiteste. Aber man kann damit arbeiten. Also werden wir heute noch ein bisschen Mais machen. Nicht Mais. Ihr wisst schon. Raps. Ich bin jetzt nicht auf den Namen gekommen. So, dass wir hier wenigstens die Fläche unter die Ritten kriegen. Dann müssen wir jetzt auch die Soja wegschneiden. Und dann zeitnah noch die anderen Flächen wegbeißen, so dass wir hier wenigstens auf den grünen Zweig kommen mit unserer Ernte, dass wir ein bisschen neue Maschinen holen können. Aber jetzt sind wir schon mal voll, da biegen wir also rückwärts raus, drücken einmal O, so dass das Rohr draußen ist. Jetzt fahren wir dich hinterher, fahren wir zurück und laden uns die Fuhre ab. Und dann in der schönen Zeit kümmern wir uns um den anderen Drescher. Ja, heute müssen wir halt wirklich noch was reisen. Aber wenn wir hier den Schwung fertig haben, oder den Zug fertig haben, werden wir uns mal um unsere Seemaschinen kümmern. Denn die sind auch schon ziemlich dicht hier zusammen. So wie es aussieht. Aber wir müssen erstmal noch eine Runde dreschen. Ach, die haben noch reichlich Platz. Da können wir noch ein bisschen laufen lassen. Oder? Ne, wir nehmen dich jetzt weg, so dass der hier der andere durcharbeiten kann und der den hier demnächst rübernehmen. Auf den Schlag. Aber wir müssen unbedingt die Wiese trennen, denn die ist so ein bisschen zu lang. Also werden wir da demnächst mal einen Trenner reinsetzen. Einen Trenner reinsetzen, wenn der hier läuft. Und ich weiß schon, wie wir ihn dran setzen und wo wir ihn dran setzen. Lasst euch überraschen. Aber jetzt gehen wir mal innen auf Ansicht. So. Dann schneiden wir noch das Feuerwinde weg hier. So dass wir vernünftig in schöne lange Bahn haben, dass der Helfer gut durchkommt. Und wir nicht so viel stehen lassen, gucken wir noch ein bisschen mehr nach rechts. Denn das sind halt Maschinen aus der DDR. Und wie ich sie sehen habe, spielt kaum jemand mit denen. Aber wir müssen unser Rapsfeld auch fertig machen, deswegen sputen wir uns mal ein bisschen. Und schneiden jetzt noch die Bahn an. So, dass wir die Bahn auf jeden Fall weggeschnitten kriegen. Aber ich sehe es schon wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Mazda85LP. Danke, dass ihr wieder mal reingeschaltet habt. Tschüssi.